Präsidentenbericht, wie er gegen Mitte letzten Jahres vorgestellt wurde. Bevor ich jetzt aber zu dem unmittelbaren Inhalt komme, noch mal ganz kurz etwas zu dem Vorlauf. Ich hatte ja heute Vormittag schon gesagt, dass im Zuge der Eurozonenkrise dieses Troika-Regime entstand für die sogenannten Programmländer, die also unmittelbar Kreditlinien bekommen haben in dieser Krisendynamik. Und was darüber hinaus entstanden ist, ist eben eine neue Economic Governance, eine neue, wie man auf Deutsch jetzt reinhändig übersetzen würde, neue Form von wirtschaftlicher Regierung auf europäischer Ebene, sprich Eurozone und EU. Und das, was da aber entstanden ist, war so ein ad hoc, ein Flickwerk von unterschiedlichen Verträgen, die zum Teil EU-Recht waren, zum Teil eben auch nicht, also wie der Fiskalpakt, die in vielen Fällen nicht so weitreichend waren, sprich so verbindlich, wie es sich viele, die Neoliberale vertreten, gerne, Lehrer vertreten, gerne gewünscht hätten. Und deshalb gab es immer wieder Anläufe seit 2010, diese unterschiedlichen Verträge, Pakte, neuen Regeln zusammenzuführen, zu konsolidieren, zu verschärfen und verbindlicher zu machen. Und das begann damit, dass es erstmal einen Bericht gab, der Big Four 2012, 2013. Das waren Präsident der Eurogruppe, EU-Kommissionspräsident, EZB-Chef und Chef des Rates, also war noch nicht der Parlamentspräsident dabei. Die haben erstmal einen Bericht veröffentlicht. Merkel hat dann 2013, war es glaube ich, einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit vorgeschlagen. Daraufhin hat die EU-Kommission ein Konzept vorgelegt für ein Convergence and Competitiveness Instrument. Daraufhin hat haben die deutsche und die französische Regierung wiederum was vorgelegt, vertragliche Vereinbarungen für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Dann hat der Europäische Rat ein eigenes Papier geschrieben mit dem Titel Partnerschaften für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Also es gab immer so verschiedene Anläufe, diese Diskussion voranzubringen. Das hat dann aber nie sozusagen gefruchtet. Es gab viele Konflikte. Soll es einen Eurozonen-Finanzkommissar geben oder nicht? Was braucht man eigentlich für zusätzliche Finanztöpfe, um Anreize zu bieten, ob überhaupt? Oder braucht es sogar Finanztöpfe, um Investitionsprogramme und Konjunkturprogramme anzuschieben? Es ging immer hin und her. Letztendlich hatten aber alle das Ziel, eine Troika für alle zu installieren. So, und der letzte und neueste Aufschlag, der aber das erste Mal tatsächlich so etwas wie einen Fahrplan vorsieht, ist eben dieser Fünf-Präsidenten-Bericht. Und fünf Präsidenten eben deshalb, weil eben Martin Schulz dazu gekommen ist, um dem Ganzen so ein parlamentarisches Mäntelchen noch umzuhängen. Deshalb ist Martin Schulz auch dabei. So, diese fünf haben also das Papier verfasst. Ziele, wie gesagt, längerfristiger Fahrplan der Umsetzung, um eben so eine stabile neoliberale Zwangsjacke zu implementieren. Im Wesentlichen sind es eben fünf Kapitel, die dort enthalten sind. Ein Kapitel zum Thema Wirtschaftsunion, ein weiteres zum Thema Finanzunion, Fiskalunion, also was die Haushaltspolitik betrifft, politische Union und dann noch ein Kapitel zum Thema demokratische Legitimität. Neu, wie gesagt, ist dieses Mehrphasenmodell. Letztendlich sind es zwei Phasen. Erstmal der Versuch, Dinge unmittelbar umzusetzen, die ohne Vertragsänderungen machbar sind, weil Vertragsänderungen kompliziert sind. In einigen Mitgliedstaaten zur Erinnerung muss es Referenden geben.
Und da haben sich die europäischen Eliten schon mehrmals eine blutige Nase dabei geholt. Also soll es ab 2017 in der zweiten Phase darum gehen, Dinge umzusetzen, für die man Vertragsänderungen braucht. Und ich denke, dass dieser Zeitpunkt 2017 im Wesentlichen gewählt wurde, um genau die deutschen Wahlen, die französischen Wahlen und vielleicht auch das Referendum über EU-Mitgliedschaft in Großbritannien abzuwarten. Also die zweite Phase ist dann von 2017 bis 2025. Genau, es wird einen Zwischenschritt geben im Frühjahr 2017. Da wird die Kommission nochmal ein sogenanntes Weißbuch oder White Paper veröffentlichen, um den weiteren Fahrplan nochmal detaillierter darzustellen. Erstes Kapitel, Wirtschaftsunion. Was definitiv ausgeschlossen ist, dass es eine Form von Zusammenarbeit gibt, die irgendwie mehr Transfers generieren würde. Also das, was ja von denjenigen, die gutmeinend den Euro verteidigen, was die ja wollen, ist mehr Transfers, um dieses dysfunktionale Eurosystem zu stabilisieren. Und das ist definitiv nicht vorgesehen, dass es mehr Transfers gibt. Das Einzige, was es vielleicht geben könnte, ist ein Topf, der Anreize bieten soll, Strukturanpassungsmaßnahmen durchzuführen, um diese dann im gewissen Sinne zu belohnen. Das sind aber keine Mittel, um jetzt, keine dauerhaften Mittel und keine Mittel, um tatsächlich breit angelegte Konjunkturprogramme zu finanzieren. Wichtiger Punkt, das hatte ich schon gesagt, sogenannte Wettbewerbsräte, die in den einzelnen Ländern installiert werden sollen. Das sind unabhängige Körperschaften, die von Experten, Expertinnen besetzt sein sollen, die Vorschläge formulieren sollen, also wirtschaftspolitische Vorschläge formulieren sollen, Strukturanpassungsmaßnahmen vorschlagen sollen. Diese Gremien sollen koordiniert werden durch ein weiteres EU-Gremium, welches bei der Kommission angesiedelt ist. Und einer der wichtigsten Punkte ist, dass diese Wettbewerbsräte ihre Positionen oder Positionen festlegen sollen, was Lohnsetzung angeht. Das ist also mit im Kern dieser Wettbewerbsräte vorgesehen. Das ist eben das, hatte ich heute Morgen schon gesagt, wogegen die Gewerkschaften im DGB schon protestiert haben. Und zwar geht es darum, zu bewerten, ob die Löhne sich im Rahmen der Produktivitätsentwicklung befinden oder weiterentwickeln. Das heißt ganz gezielt nicht, dass die Inflation berücksichtigt werden soll. Das soll also ausgeschlossen werden. Oder dass es so etwas gibt wie eine Umverteilungskomponente. Weil das ist ja so die Position von den deutschen Gewerkschaften, die sagen, bei der Lohnfindung muss berücksichtigt werden die Produktivitätsentwicklung, die Inflationsrate muss berücksichtigt werden und es soll eine Umverteilungskomponente geben. Und das ist völlig klar, dass es hier nur darum geht, die Produktivität im Blick zu halten, was effektiv bedeuten würde, dass die Ratschläge, die so eine, die Empfehlungen, die so eine so ein Wettbewerbsrat geben würde, zu einer Lohnfindung kommen würden, die dauerhaft eine niedrige Lohnentwicklung bedeuten würde. Weil wenn man die Inflation nicht mit einbezieht in die Kalkulation, klar, dann hat man nimmt man eine ganz wichtige Variable raus aus dieser Gleichung. Verpflichtend soll das nicht unmittelbar sein. Trotzdem soll das zumindest ein wenig Zähne bekommen, diese Autorität, indem es ja diese Möglichkeit geben soll, einen Topf mit Geldern zu füllen, die gewisse Anreize geben sollen. Und wenn eben diese Empfehlungen, wenn diesen Empfehlungen entsprochen wird, dann gibt es eben Gelder. Aber diese Empfehlung nicht unmittelbar verpflichtend. Trotzdem ist das eine Attacke gegen die Tarifautonomie, völlig klar, und deshalb auch der Protest der Gewerkschaften. Bitte schön. Ist auch klar.
in welcher Weise die Löhne an die Produktivität geknüpft werden sollen. An die Gesamtproduktivität? Also Leibniz, ja, mehr, es war Erhards Konzept, dass die Löhne genau mit der Produktivität, also steigen sollen, genau mit ihnen. Ja, ja, ja. Ist dabei nur der, dass es halt dann nicht mehr durchgeführt wurde, weil die Produktivität, also die pro Arbeit, gerade durch die Automatisation, ja inzwischen so sprunghaft ansteigt, dass die Löhne ja explodieren müssen, wenn man das direkt machen würde. Also muss das irgendwie gekoppelt werden, dass man sagen, aber Beispiel, bei Ingolstadt in Audi, da sind früher in der Lackiererei 5000 Leute gearbeitet. Heute fahren 15 Leute mit dem Fahrrad spazieren. Also produzieren diese 15 Leute genauso viel wie die 5000 vor 20 Jahren. Also müssen die auch so viel Lohn kriegen wie diese 5000 miteinander. Und das wird aber nicht gemacht. Also das ist irgendwie... Also das Ziel also, ist auf keinen Fall, die Löhne zu erhöhen und zu sagen, Deutschland zahlt viel niedrigere Löhne als ja, die Produktivitätsrate. Also die Produktivitätsrate ist nur dann wichtig, wenn die Löhne höher sind als die Produktivitätsrate ist im Vergleich erlaubt. Andersrum funktioniert es, glaube ich, ja, ist ja, nicht. Ja, das ist schon klar, aber ja, wenn, ja. Dann reden, wenn die das so formulieren, ja, dann da müsste es ja, das wäre prinzipiell sogar super gut, wenn die Produktivität wird jetzt voll steigen vor Arbeiter mit Automatisierung. Aber so ist es sicher nicht gemeint, das ist ja klar. Es geht sicherlich um die gesamtwirtschaftliche Produktivität, ne, die da eine zentrale Rolle spielt. Und also so detailliert ist es nicht. Aber ich meine, was klar ist, es geht darum, die Berücksichtigung von Inflation und genau Verteilungskomponenten sozusagen im Prinzip rauszunehmen, grundsätzlich aus der Lohnfindung. Also es würde eben zu einem dauerhaften, also Empfehlungen führen, die dauerhaftes Lohndumping empfehlen, plus undemokratisches System, wenn es da sozusagen ein Expertengremium gibt, was von der Kommission geleitet wird und einen zusätzlichen Druck in Lohnverhandlungen hineinbringt. Und wenn dieses Gremium auch alle anderen möglichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die im Parlament beschlossen werden, Regierung sozusagen kontrolliert, anstatt umgekehrt. Ja, also dass das Parlament eine Behörde kontrolliert, soll das eben genau umgekehrt sein. Es soll eben diese Wettbewerbsräte geschaffen werden, um Regierungen und Parlamente zu kontrollieren. Ein anderes Beispiel, worauf solche Wettbewerbsräte auch hinwirken sollen, ist, dass das Rentenalter der Entwicklung der Lebenserwartung angepasst wird. Also all das ist, was sozusagen an neoliberalen Konzepten gibt, soziale Sicherungssysteme umzubauen. Auf alle diese Aspekte gibt es eben Hinweise in diesem Fünf-Präsidenten-Bericht. Zweites Kapitel, Finanzunion. Da gibt es mehrere Aspekte beim Thema Finanzunion. Also einmal einen beschleunigten Ausbau der Bankenunion. Es ist ja so, dass also die Bankenunion inzwischen existiert. Die Europäische Zentralbank wird ausgebaut zum obersten Regulierer innerhalb der Eurozone. Und was hinzukommt, ist, dass es eine europäische Richtlinie gibt, die nennt sich Bank Resolution and Recovery Directive. Das heißt, eine Direktive, die sich darum kümmert, also wenn Banken in die Krise geraten, was passiert dann mit diesen Banken, beziehungsweise zusätzlich ein sogenannter ein Bankenfonds, der eben ein Bankenrettungsfonds, der von Banken selber gespeist wird. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen davon schon mal gehört, dass auf europäischer Ebene so ein Bankenfonds geschaffen werden soll, und zwar gefüllt mit 55 Milliarden Euro zur Bankenrettung. Interessant ist, wenn man die Zahl vergleicht, was allein zwischen 2008 und 2011 ausgegeben wurde, waren es 1,6 Billionen, die insgesamt ins Bankensystem gepumpt werden. Aber diese 55 Milliarden sind sozusagen ein Feigenblatt dafür, dass sozusagen die Banken sich selber beteiligen sollen an den Rettungsaktivitäten, an potenziellen Rettungsaktivitäten und nicht immer nur und primär der Steuerzahler. Und so wurde auch eine so Haftungskaskade entwickelt, und das soll jetzt alles schnell umgesetzt werden, bei dem eben erstmal dieser Fonds
einbezogen wird, dann die Leute, die Anteile haben an den Banken, dann die Leute, die Guthaben haben bei den Banken, 100.000 Euro sind allerdings geschützt, und dann erst der Steuerzahler. Letztendlich, wenn man sich das alles genau anschaut, kommt man eigentlich dazu, dass all diese Summen bei dem jetzigen Finanzsystem sicherlich nicht reichen werden, die da vorgesehen sind, und dass damit ein permanentes System zur Bankenrettung aus den öffentlichen Kassen sozusagen installiert wird. Also das, was an Sondermaßnahmen zwischen 2008 und 2011 geleistet wurde, wird jetzt auf permanent geschaltet. Nämlich, dass die Steuerzahler dann doch wiederum in die Pflicht genommen werden, auch wenn das auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Drittes Kapitel, Fiskalunion. Es soll auch hier ein neues Gremium geschaffen werden, das European Fiscal Board. Und die soll nationale Haushaltsräte koordinieren, die auch neu geschaffen werden sollen. Diese Haushaltsräte sollen die Entwicklung der Haushalte der Mitgliedstaaten beobachten, Empfehlungen abgeben und eben auch kontrollieren, was da passiert. Also man sieht, dass eine ganze neue Ebene geschaffen werden soll von Institutionen, die der EU-Kommission nicht unmittelbar den Durchgriff erlauben, sondern erstmal sozusagen eine Beobachtungs-, Begleitungs-, Empfehlungsfunktion haben. Wer allerdings schon mal politisch aktiv war und sich mit politischen Institutionen auskennt, weiß natürlich, wenn sozusagen auf einem Spielfeld neue Akteure auftreten, selbst wenn sie keine letztendliche Entscheidungsgewalt haben, aber sozusagen Ressourcen und Kompetenz, dass sie natürlich einen erheblichen Druck auch ausüben können. Also ich würde sagen, was dieser 5%-Bericht liefert, ist eine Infrastruktur von Überwachung von Haushaltspolitik und Wirtschaftspolitik, noch bevor es endgültig verpflichtend wird, weil so weit geht dieses Papier noch nicht. Ja, also dass die Kommission einfach sagen kann, mach das und das und das und das muss geändert werden. So einfach ist es nicht, aber es wird eben eine Infrastruktur geschaffen dafür, dass die nationalstaatliche Ebene völlig ausgehebelt wird. Erwähnt wiederum wird auch diese Fiskalkomponente, also dieser Fonds, der ein bisschen Zuckerbrot bieten soll, wenn besonders erfolgreich Strukturanpassungsmaßnahmen durchgeführt werden. Und dann gibt es das schöne Kapitel zum Thema politische Union bzw. demokratische Legitimität. Und da geht es um die Frage, wie legitimiert man das eigentlich, was man da macht? Man schafft also neue Gremien, technokratische Ebenen, und da gibt es natürlich ein Rezept dafür, um damit umzugehen. Und zwar soll das Europäische Parlament regelmäßig informiert werden über das, was da passiert, und es sollen, man höre und staune, parlamentarische Debatten stattfinden über das, was diese neuen Gremien da empfehlen und da vorschlagen. Das ist also das Feigenblatt, das Parlamentarische, was diesem ganzen Projekt umgehängt wird. Also es ist nicht so, dass das Europäische Parlament tatsächlich Entscheidungsbefugnisse bekommen soll, gestärkt werden soll. Nein, es sollen eben nur Debatten dann über die Berichte dieser neuen Gremien, dieser neuen Strukturen geführt werden. Das ist also das Maximum an demokratischer Legitimität, welche die 5 Präsidenten, und dazu zählt natürlich auch Martin Schulz von der SPD, sich vorstellen. Letzter Punkt, der auch bei der politischen Union eine Rolle spielen soll: Es soll eine Vollzeitpräsidentschaft mit einem Apparat, mit einem Büro geschaffen werden für die Eurogruppe. Es ist in dem Bericht überhaupt keine Rede davon, dass dieses Gremium, wie auch heute Morgen erwähnt, ein informelles Gremium ist, das intransparent ist, keiner demokratischen Kontrolle unterliegt, auch keiner Berichterstattungspflicht, keiner Pflicht, Dinge zu dokumentieren. Aber trotzdem soll diese Gruppe nochmal gestärkt werden durch eine Vollzeitpräsidentschaft,
plus einem entsprechenden Apparat. Allerletzter Punkt hinsichtlich des 5-Präsidenten-Papiers. Bei den Vorlagen, die geschrieben wurden, bevor der endgültige Bericht fertiggestellt wurde, gab es auch immer den Punkt soziale Dimension des Ganzen. Der taucht im Endbericht aber nicht mehr auf. Der ist irgendwie im Laufe der Diskussion verloren gegangen. Wo weiß ich nicht, wo er rumliegt, aber er ist einfach nicht mehr da. Fazit des Ganzen. Also dieser 5-Präsidenten-Bericht schafft es nicht, diesen ganz großen Sprung zu machen, den zum Beispiel Schäuble sich oft gewünscht hat, dass es tatsächlich ein Finanzkommissar ist, der volle Zugriffsrechte hat auf die nationalstaatlichen Haushalte. Dennoch ist es ein enormer Schritt Richtung autoritäre Transformation der EU und der Eurozone. Inwieweit das tatsächlich alles durchgesetzt werden kann, das ist bisher ziemlich offen. Insbesondere die Aspekte, die tatsächlich eine Vertragsveränderung bedeuten würden, weil, wie gesagt, bei einigen Mitgliedstaaten Referenden da dranhängen, zum Beispiel in Irland, Niederlande, Frankreich, und es ja schon mehrmals vorgekommen ist, dass diese Referenden gescheitert sind, was EU-Fragen angeht. Deshalb ist der Weg ziemlich unklar, wie das dann tatsächlich alles durchgesetzt werden soll. Meine These wäre, dass dieses 5-Präsidenten-Papier es wird schwierig sein, das wirklich eins zu eins durchzusetzen, so wie dieser Fahrplan es vorsieht. Stattdessen wird es zu einer weiteren Informalisierung kommen von Politik, dass Dinge gemacht werden, ohne dass sie tatsächlich eine wirkliche Rechtsform bekommen und dass sie tatsächlich verankert sind in den europäischen Verträgen. Aber es werden trotzdem Gremien geschaffen, es werden Instrumente geschaffen, um Druck auszuüben, ohne dass es einen Ort hat in diesen Verträgen. Was man daran sehen kann, ist meines Erachtens, dass die europäischen Eliten völlig diesen Begründungskontext inzwischen verloren haben, der in den 80er und 90er Jahren noch ganz wichtig war, nämlich Wohlstand und Wachstum. Delors hat dann diese soziale Dimension der europäischen Integration aus dem Hut gezaubert, auch um den Maastricht-Vertrag zu legitimieren. Das ist völlig verloren gegangen. Das spielt bei den europäischen Eliten überhaupt keine Rolle mehr. Was auch keine Rolle spielt bei den europäischen Eliten, ist eine tatsächliche demokratische Vertiefung, sondern Demokratie spielt einfach keine Rolle. Parlamente, Kontrollverfahren werden nur noch sozusagen als legitimatorisches, notwendiges Übel sozusagen gesehen, um eine neoliberale Politik durchzusetzen. Und all das, was irgendwie Martin Schulz in seinen Wahlkämpfen immer erzählt, Europa ist für die Menschen da, etc., etc., das spielt bei dem, wie diese Institutionen funktionieren, einfach überhaupt gar keine Rolle mehr. Und deshalb mein Plädoyer, die Notwendigkeit, sich dem entgegenzustellen. So, das war so der kurze Abriss durch das 5-Präsidenten-Papier. Ich bin mir sicher, dass es dazu Fragen gibt. Vielleicht auch nochmal anknüpft heute Morgen an die generelle Diskussion zum Thema Europäische Union. Und ja, ihr habt jetzt das Wort. Und wenn ihr ich bin 20 und komme aus Attaliansberg. Und ich wollte, weil jetzt die Umsetzung zwar noch fragwürdig ist, aber ich vermute, wenn man vor 10 Jahren die Menschen gefragt hätte, ob sie glauben, dass TTIP jemals durchsetzbar wäre, zuerst einmal ganz mit Nein geantwortet hätten oder dass es dafür nicht unvorstellbar gewesen wäre und sich aber die Stimmung immer anzupassen scheint, also der Widerstand ja immer schwächer wird mit der Zeit. Bei TTIP jetzt sagen wir mal noch Gott sei Dank nicht so sehr, aber ich glaube, dass die Umsetzung nur eine Frage der Zeit ist eigentlich, weniger der Legitimation. Nicht in dieser Einschätzung richtig, oder? Naja, also wenn man sich anschaut, also die letzten Jahre Eurozonenkrise, dann war der Widerstand, der entstanden ist, vor allem natürlich in der europäischen Peripherie, der richtete sich vor allem gegen diese Austeritätspolitik, gleichzeitig aber auch
gegen die Erosion der liberalen repräsentativen Demokratie und deren Umformung in zunehmend autoritäre Staaten. Was bisher nicht erreicht wurde von sozialen Bewegungen, ist tatsächlich eine Auseinandersetzung mit sozusagen den Kernstaatsapparaten des europäischen Staatsapparats, also Kommission, Parlament, also wie kann das tatsächlich anders aussehen? Das Einzige, was es gibt, meines Erachtens, sind ja eher sozialdemokratische Alternativen, also wie sie von Habermas formuliert werden, mehr Transparenz, eine Stärkung des Europäischen Parlaments, aber ich glaube, das stellt das nicht tatsächlich in Frage, was da eben gerade entsteht an einem europäischen autoritären Staatsapparat. So, das ist noch ein Weg bis dahin, bis diese Ebene tatsächlich erreicht wird von der Kritik. Also selbst im Widerstand gegen TTIP geht es ja bisher nur um die Abkommen und nicht darum, wie grundsätzlich Handelspolitik gemacht wird in der Europäischen Union. Also auch da sind wir noch nicht, obwohl man da, glaube ich, hin müsste. Ich denke auch, dass TTIP, es mag sein, dass wir da ein bisschen Erfolg haben, aber dass es dann in einem neuen Gewand wiederkommt oder über andere Pakte wiederkommt und dass eben, wie Alexis sagt, das Grundprinzip bilateraler Verträge, das wird auch durch die ganze TTIP-Bewegung nicht in Frage gestellt, weil kein Mensch spricht über ein bilaterales Abkommen mit Kolumbien, weil die tun uns ja nicht weh. Ja, also dafür gibt es keine Bewegung. Auch nicht, dass halb Afrika jetzt bilaterale Abkommen mit der EU abschließen hat müssen, ging in der Presse auch relativ runter und auch in der Bewegung wurde das nur so am Rande bearbeitet, wo ich mir denke, das grundlegende Freihandelsabkommen an sich, das wäre jetzt die Chance gewesen mit TTIP, das wirklich anzupacken, aber da scheint es Schwierigkeiten zu geben, tatsächlich die Bürgerschaft mitzunehmen. Und ich habe so dieses Gefühl, so ist es eigentlich bei allem, wir laufen irgendwie nur im Hamsterrad, werden permanent beschäftigt mit Kohleausstieg, Gentechnik, TTIP, hier und dort und da und es sind tausend Themen, aber das ganz Grundsätzliche, das neoliberale Prinzip, es greift im Grunde niemand in der Bewegung, also es greift nicht die komplette breite Bewegung auf und sagt, wir stehen jetzt auf und sagen, wir wollen da kein Wachstum mehr, wir wollen dieses ganze Prinzip nicht haben, wir wollen eigentlich eine Gesellschaft, die den Menschen dienst. Und weg von diesen Detailfragen, TTIP, weiß der Geist, sondern eigentlich diese Systemfrage mal zu stellen. Und ich glaube, da sind wir in der Bewegung ganz weit weg. Ich habe zwei andere Fragen, und zwar eine zu heute Vormittag, wo du sagtest, dass die Menschenrechte und die Demokratie vollkommen zu kurz kommt. Vor Jahren habe ich mal so eine Diskussion geleitet zum EU-Vertrag und bei der Gelegenheit das ziemlich durchgelesen. Und das ist ja immerhin also eine unverzichtbare Präambel zu den Menschenrechten, auf denen eigentlich der ganze Vertrag beruht. Und da wollte ich nachfragen, das ist das eine. Und dann auch zudem noch anschließend, also ab und zu gibt es ja doch sehr positive Urteile des EU-Menschenrechtsgerichtshofs, die sich dann auch darauf berufen, wo man dann doch noch wieder ein bisschen Hoffnung haben kann. So, das eine, und das zweite bezieht sich jetzt auf diese Darstellung. Also wenn die, du hast gesagt, das wäre nur ein Feigenblatt bei den Banken mit den 55 Milliarden Euro. Das ist natürlich nicht alles, aber die würden sie ja doch immerhin zahlen. Und den Rest, gut, also müssen wir wahrscheinlich zuletzt wieder zahlen. Aber sie zahlen ja etwas, sie machen ja eine gewisse Regulierung, wo sie sich vorbereiten auf eine Selbstregulierung. Das hast du so ganz vom Tisch gewischt, also das wäre das gar nichts. Gut, ja, also okay, das war's. Also vielleicht zum ersten Punkt. Also im öffentlichen Diskurs wird ja oft von Europa gesprochen. Sehr oft ist damit gemeint die Europäische Union, was ja ein spezifisches Ensemble ist von einzelnen Staatsapparaten, also Kommission, Parlament, Rat. Manchmal ist damit auch gemeint die Eurozone, was ja auch nochmal sozusagen ein separates
ein separater Staatsapparat ist, eben mit der EZB als Institution. Aber es gibt ja noch mehr an Europa. Also das ist zum Beispiel OSZE, eine Institution, die für sicherheitspolitische Fragen zuständig ist, aber auch demokratiepolitische Fragen. Es wird ja Wahlbeobachtung gemacht oder eine Ukraine-OSZE-Mission ist unterwegs. Also jenseits der EU gibt es auf verschiedenen Feldern weitere europäische Integrationsfelder. Es gibt ein europäisches Patentamt zum Beispiel, das hat auch mit der EU gar nichts zu tun. Gibt es aber, und so gibt es eben auch den Europarat zum Beispiel, über den niemand spricht, den es aber auch gibt. Der hat übrigens die gleiche Flagge wie die EU, nämlich blau mit ein paar Sternchen und auch die gleiche Hymne wie die EU, der Europarat. Und dieser Europarat hat eine Menschenrechtskonvention verabschiedet. Ja, aber die sind im EU-Vertrag drin. Im EU-Vertrag. Genau, und der Gerichtshof, der ist sozusagen aus dem Europarat hervorgegangen. Gut, der hat also mit der EU sozusagen im Kern erstmal nichts zu tun. Das ist ein anderes Set von Institutionen, welches es da gibt. Und in der Tat ist es so, dass dieser Europarat mit eben diesem Gerichtshof in allen Feldern, die er beackert, finde ich, eine sehr positive, emanzipatorische Rolle spielt. Das ist definitiv der Fall. Und viele Urteile, also ich kenne mich jetzt nicht en Detail aus, aber viele Urteile sind auch sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig und es wird auch ständig weiterentwickelt. Also ein Beispiel nur, das tauchte nach diesen ganzen Geschehnissen in Köln auf, dass es eine Konvention gibt vom Europarat zum Thema sexuelle Selbstbestimmung, die von vielen Staaten ratifiziert wurde, von der Bundesrepublik nicht. Und das ist doch jetzt eigentlich mal anstünde, wo schon um die CSU eben auch jetzt besonders feministisch irgendwie ist, um die Frauen zu schützen. Warum, genau, könnte man nicht das mal ratifizieren, dieses Papier? Also das ist sozusagen auch eine Integrationsdynamik, die ich vorbehaltlos als positiv erachte. Und ja, also auch in die europäischen Verträge ist dann ein Menschenrechtskatalog mit hineingenommen worden, in der Tat. Also in dem Vertrag von Lissabon, so vorher EU-Verfassung, die ja gescheitert ist. Trotzdem sind die Kernsäulen der europäischen Verträge weiterhin Kapitalverkehrsfreiheit, Warenverkehrsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit und in Klammern, also nicht in Klammern, aber sozusagen als viertes Personenfreizügigkeit. Also es gibt diese Präambel in der Tat, aber die Institution, die spezifisch sich damit beschäftigt, ist der Europarat plus der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. So. Und das finde ich wichtig, das im Kopf zu haben, weil es ja durchaus manchmal, oder im Kontext der ganzen Griechenland-Krisendynamik so etwas wirre Diskussionen gab, ob Griechenland nicht aus dem Euro austritt und gleich aus der EU austritt. Und dann haben viele so getan, als ob dann sozusagen das große Nichts da wäre. Aber natürlich gibt es weitere europäische Institutionen, die einfach auch dann noch da wären, selbst wenn so etwas passieren sollte. Also Europa ist eben komplex und die EU ist nicht das Einzige, was Europa vereint und verkörpert, da gibt es eben noch mehr. Zweiter Teil, ganz kurz nur, dieser Bankenrettungsfonds. Also der Bankenrettungsfonds soll gefüllt werden mit 55 Milliarden bis zum Jahre 2000, ich glaube auch 25 soll das angespart werden. Und wenn dann sozusagen eine Bank oder ein Bankensystem vor dem Kollaps droht, kann auf dieses Geld zurückgegriffen werden. Und es ist 55 Milliarden ist tatsächlich eine kleine Summe. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an, aber wie gesagt, also zwischen 2008 und 2012 und 2013 wurden 1,6 Billionen reingepumpt in das System. Das heißt, wenn das Bankensystem Italiens beginnt zu wackeln, und es wackelt im Moment so, und dann aber die Notwendigkeit entsteht, das jetzt zu retten, dann käme man, also zum jetzigen Zeitpunkt ist sowieso der noch nicht angespart, dieser Fonds, auch im Jahr 2025 würde man nicht weit kommen. Ja. So. Da haben also die Banken eine Konzession gemacht, dass sie sich irgendwie beteiligen, aber effektiv angesichts der Blasen, die eben da sind und der Bilanz, die es eben gibt,
Ich würde sagen, ist das ein Feigenblatt und würde es ab. Aber diese fünf haben ganz viel Einfluss. Und wenn sie auch nur drei Viertel von dem realisieren würden, würde das unser Leben sehr massiv beeinflussen. Also ich stelle einfach erstmal nur fest, dieses Papier ist 6 Monate alt, ich glaube im Juni, ne? Ja. Ist das rausgekommen? Ja, genau, Juni 2015. Und die Masse der Bevölkerung weiß ganz wenig oder überhaupt nichts darüber. Gar nicht. So krass erleben wir das selten. Also bei TTIP ist es ja auch so losgegangen, aber da ist es durch Bemühungen der Zivilgesellschaft dann aufgearbeitet worden. Und heute wissen viele Leute Bescheid, dafür wissen wir noch nicht bei CETA Bescheid. Aber gut, das ist einfach eine Feststellung. Das zweite ist nochmal eine Frage an dich, eine Nachfrage. Also wenn da vorgesehen worden ist, dass die Parlamente nur noch debattieren sollen, ja, dann ist das ja eine enorme Zurückstufung ihrer jetzigen Befugnisse. Also ich meine, der TTIP-Vertrag oder CETA wird nur durchgehen, wenn das Europäische Parlament Ja sagt dazu. Das ist zu befürchten, weil es da eine große Koalition sozusagen gibt, wie bei uns, fast ähnlich groß, ja, aber immerhin müssen sie zustimmen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ich bin dir dankbar, wenn du das nochmal deutlicher sagst, wird dieses Recht ganz und gar genommen? Ja, also da wird jetzt kein Recht genommen, denn die Beteiligung des Europäischen Parlaments an europäischen Richtlinien, das wird natürlich bleiben. Aber es wird eben keine Kontrolle geben über diese neue Infrastruktur, die da geschaffen werden soll. Eben mit diesen nationalen Fiskalräten, den nationalen Wettbewerbsräten und ihren europäischen Koordinierungsstellen. Die sollen eben nicht unmittelbar vom Parlament kontrolliert werden, beziehungsweise einer Mitbestimmungspflicht unterworfen werden, sondern das soll tatsächlich nur debattiert werden, was die dann aushecken, was die empfehlen, was die auf den Tisch legen. So, also eine reine Konsultationspraxis. Aber klar, die Kompetenz, bei den Richtlinien mitzubestimmen, das wird natürlich bleiben auf europäischer Ebene. Aber diese spezifische Infrastruktur, die soll jetzt nicht besonders kontrolliert werden. Also informell, das bedeutet, dass der Machtapparat geschaffen wird und dass das vom Parlament der AfD beauftragt wird, das machen wir einfach so und dass die auch nicht kontrolliert werden, also ohne jede demokratische Legitimation. Die machen das einfach. Das heißt informell. Wir kommen auch Macht, die eigentlich durch das Parlament gegeben werden müsste. Es wird bei Geschmachtbarkeit am Parlament, am Bürger und am Wähler vorbei. Die wird einfach geschaffen und fertig. Also ich meine, die europäische Ebene ist ja sowieso so konstruiert, dass es eben die mächtige Kommission gibt, den mächtigen Ministerrat und dann gibt es das Parlament. Das hat ja nur sehr eingeschränkte Kompetenzen. Also es kann bei europäischen Richtlinien mitentscheiden, darf sie nicht initiieren, mitentscheiden. Damit sind durchaus bestimmte Dinge veränderbar. Das Europäische Parlament muss völkerrechtlichen Verträgen zustimmen, beziehungsweise darf sie auch eigentlich ablehnen. So, das schon. Aber wie jetzt die Kommission ihre Infrastruktur baut, darauf hätte dann das Parlament erstmal keinen Zugriff. Aber es hat nicht die Infrastruktur, sondern wir bekommen auch Macht einfach. Wir bekommen Befehlsgewalt und es wird aber nicht vom Parlament abgesegnet, dass die bekommen, sondern wir bekommen die einfach so, ohne Kontrolle. Ja genau, wobei sie natürlich nicht unmittelbare Befehlsgewalt, um es dann im Begriff aufzugreifen, bekommen, sondern das läuft eben etwas subtiler. Ja, also diese Kontrolle muss, okay. Genau. Vom Präsentenpapier. Also aus meiner Sicht ist das eine Folge des... Die Krise natürlich und ist eine andere Form von Klassenkampf von oben. Der Staat wird instrumentalisiert für den Klassenkampf von oben, der dummerweise nicht durch den Klassenkampf von unten beantwortet wird. Das ist das große Problem. Und ich meine, was du jetzt quasi oder was Teil der Tagung hier ist, den Euro sozusagen in Frage zu stellen, das sehe ich insofern in gewisser Weise kritisch, weil für mich ist nicht der Euro das zentrale Problem, sondern die kapitalistische Produktionsweise, die sozusagen zur Überproduktionskrise führt, in der wir ja drinstecken,
Das hat ja sozusagen der Professor Kreis bei der letzten Tagung hier sehr gut ausgeführt, was die in Häkchen wirklichen Ursachen der Krise sind. Und sozusagen jetzt den Euro in Hauptkritik zu nehmen, blendet für mich eine ganze Menge aus. Und insofern bin ich zwar dankbar, dass du jetzt quasi das Präsidentpapier als Ordnungsklassenkampf von oben hier kritisierst. Aber grundsätzlich gesehen können wir über diese Institutionen, die ja teilweise wie das Europaparlament ja existieren, nicht erwarten, dass die jetzt nun plötzlich für uns progressive Politik machen. Und ich will es mal nochmal grundsätzlich sagen, weil ich glaube, es machen sich manche Leute falsche Vorstellungen, um was es eigentlich geht oder wie denn eigentlich unser wunderbares Wirtschaftssystem zu verändern wäre. Ich habe da mal so einen Satz zusammengeschraubt, Inhalt stammt nicht von mir, aber die Formulierung wohl schon. Und er heißt, bis zur Revolution ist ohnehin alles nur ein Kampf um die Köpfe der Leute und um progressive Reformen. Progressive Reform würde für mich ja zum Beispiel heißen, ein europaweiter Kampf für die Arbeitszeitverkürzung, für die 30-Stunden-Woche oder weniger, für die europaweite Besteuerung des Großkapitals und so weiter, Atomausstieg und alles, was wir sonst noch so auf der Agenda haben. Aber nicht so sehr jetzt zu sagen, wir nehmen den Euro jetzt als Hauptkritikpunkt, weil damit öffnen wir aus meiner Sicht oder geben den Rechten, die also praktisch auch den Euro als das Böse erkennen, praktisch noch Rückenwind in dem Sinne nach dem Motto, na wenn die Linken jetzt auch schon sagen, der Euro ist eigentlich das Problem, dann ja, haben sie doch praktisch eine gewisse Legitimierung. Und wir sollten halt das Großkapital als, oder wie unser wunderbares Wirtschaftssystem halt funktioniert, das nochmal ernsthaft einer Kritik unterwerfen, also den Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital zum Beispiel, dass das sozusagen der Kern ist. Und der Professor Kreis hat es ja eigentlich ganz gut formuliert, was denn sozusagen der Kern des Problems ist. Ja, das war es eigentlich schon. Kurz nur darauf reagieren darf. Also ich glaube, niemand von uns hat behauptet, und ich meine, das ist ja vor allem Gegenstand des anderen Workshops mit Peter Wahl, dass der Euro jetzt der archimedische Punkt ist, um genau, unser Wirtschaftssystem komplett zu verändern, das sicherlich überhaupt nicht, sondern das Eurozonensystem ist ein großes Problem, welches uns im Wege steht, um auch nur moderate sozialdemokratische Politik zu machen, geschweige denn Dinge darüber hinaus zu verwirklichen, weil eben über dieses Eurozonensystem eine Struktur geschaffen wird, die es ermöglicht, Volkswirtschaften einfach auszuknipsen über das Bankensystem, über die Staatshaushalte, die einfach ausgetrocknet werden können. Und deshalb steht das Eurozonensystem in der Kritik, aber das ist natürlich nicht der Hauptpunkt, um die Gesellschaft zu verändern, also ganz und gar nicht. Aber wenn man erlebt hat, was in Griechenland passiert ist und man sagen die Smoking Gun, also die Tatwaffe gesehen hat, dann war das eben im Wesentlichen die EZB bei diesem Kriminalstück, bei dem eben Griechenland erpresst wurde und in eine faktische EU-Kolonie verwandelt wurde. Aber EZB? Europäische Zentralbank. Also EZB. Die EZB, okay. Genau. Das ist sozusagen die Tatwaffe gewesen. Genau, aber es geht darüber natürlich hinaus, das Wirtschaftssystem an sich und auch wenn man ein anderes Euro-System, dann werden nicht alle Probleme erledigt, sondern da geht die Auseinandersetzung eigentlich erst richtig los. So. Ja, also ich würde sagen, das sind die europäischen Regierungen bzw. die dahinterstehenden Kapitalfraktionen mit den entsprechenden Interessen, A, die Banken zu retten, B, die Machtverhältnisse so zu verändern in der EU und in einzelnen Mitgliedstaaten, um eben optimale Investitionsbedingungen zu haben. Und die stehen eben hinter dieser Austeritätspolitik. Und die Europäische Zentralbank ist eben das Instrument, diese Form von Austeritätspolitik dann durchzusetzen. So. Und ja. Also ich muss da jetzt mit Christoph schon unterstützen, weil ich denke auch, dass der Euro überhaupt nicht wichtig ist. Ich glaube, dass der Euro das einen besseren Hebel gibt, aber die Thatcher und auch Schröder haben für den Umbau der Wirtschaft in ein neoliberaleres System keinen Euro-Raum gebraucht. Ging ein bisschen langsamer vielleicht, als mit diesem
mit dieser Finanzkrise, wo man so einen schönen Hebel hatte. Aber eigentlich ist der Haupthebel ja gar nicht die Frage vom Euro, sondern der Haupthebel, warum der Bürger schweigt, ist der, dass man dem Bürger versichert, im Zuge der Globalisierung, wenn wir eure Arbeitsplätze erhalten wollen, wenn ihr morgen auch noch von eurem Job leben wollt und den überhaupt noch haben wollt, müsst ihr diese ganzen Maßnahmen mitmachen, weil sonst klappt unser Staat zusammen. Doch, das ist der Hebel. Der Hebel ist eigentlich Angst, dem Bürger Angst einzujagen, weil diese Euro-Geschichte, und das hat Peter Wahl, weiß nicht, ob er es absichtlich vergessen hat, er hat irgendwie nur erzählt, was von der Abwertung der Löhne in Griechenland, aber es gäbe ja auch die Möglichkeit der Aufwertung der Löhne in Deutschland, Österreich und so weiter. Dann bräuchten wir auch keinen Länderfinanzausgleich in der Höhe, die Peter Wahl formuliert hat, sondern der würde dann viel niedriger werden, wenn unsere Löhne in Deutschland endlich der Produktivitätsrate angemessen ansteigen würden, sodass dann spanische Autobauer überhaupt noch mit VW konkurrieren können oder italienischer Fiat mit VW. Also, dann können die doch erst recht nicht konkurrieren. Nein, dann können sie, wenn wir teurer werden können, weil wir haben ja Dumpinglöhne zurzeit in Deutschland und auch in manchen anderen Ländern. Ich sage nur, es gäbe durchaus andere Möglichkeiten und ich glaube tatsächlich, dass der Hebel der Politik, diese ganze Scheiße einem reinzudrücken, immer der Hebel ist der Angst, wenn wir kein Wachstum generieren und Wachstum generieren wir nur so, dann steht ihr morgen alle auf der Straße und wisst nicht, wovon ihr leben sollt. Und genau da müssten wir anpacken. Und da packt auch der Plan B nicht an. Also der geht ums Thema um. Genau, also wir sind jetzt eigentlich sozusagen im anderen Workshop gelandet, ja. Aber ich meine, natürlich ist das trotzdem irgendwie relevant und wichtig, gar keine Frage. Andreas war nach mir. Ja, Andreas, hier bei Attac München im Arbeitskreis Arbeit fair teilen. Ich will mal auf zwei kleine Sachen kurz kommen und dann darauf sozusagen zu dem, worum es mir eigentlich geht. Das eine ist, was mir einfach noch so im Kopf ist, die letzten Bundestagswahlen, ja, ich habe eine Zahlen vom DGB noch im Kopf, 33% der Gewerkschafter haben CDU und CSU gewählt bei der Bundestagswahl. Wir haben, wenn ich jetzt bei Micha anknüpfe, ganz kurz das Narrativ, dass wir Wachstum brauchen, das ist ja bis zu, ja, bei fast allen Gewerkschaftern ist das ja völlig klar, dass wir das brauchen. Ja? Also da gibt es ja auch jetzt sozusagen in diesem Teil der Bewegung überhaupt nur sehr, sehr wenige Leute, die das in Frage stellen. Und, um bei Narrativen zu bleiben, wir haben ja in Deutschland alles richtig gemacht, ist ja das Narrativ. Ja, also Schröder, auch wenn es hart war, wir in Deutschland haben ja alles richtig gemacht und das wird von vielen auch geglaubt. Ja, wir haben ja auch Griechenland gerettet, das haben wir auch bezahlt. Also das wird ja viel von dem, was die Medien transportieren, was die Politik uns präsentiert, wird ja in weiten Teilen der Bevölkerung auch geglaubt. Was natürlich sozusagen den Hebel in Deutschland, um da wieder auf Stand zu setzen, ungleich schwerer macht. Zumal wir in Deutschland, anders als, du hast es gesagt, Frankreich und in anderen Staaten, also selbst bei vertraglichen Ländern, das die Bevölkerung ja gar nicht fragen müssen. Ja, und die große Koalition wird schon richten, ja, oder welche auch immer danach kommt. Für mich ist der Punkt, und da waren wir in der kleinen Gruppe heute am Mittagessen schon nochmal an dem Punkt, wie kriegen wir eine europäische Öffentlichkeit, eine Gegenöffentlichkeit hier, eine gemeinsame Bewegung, weil wir hier auch in der Tat, glaube ich, auch die sind, die größten Hindernisse haben, Widerstand zu organisieren, weil innerhalb des Systems natürlich die Bundesrepublik profitiert. Ja. Und das ist für mich die zentrale Frage, die starke Bewegung, die du aufgeschrieben hast. Da brauchen wir Partner von der EU-Ländern, um die hinzutreten. Sonst bin ich da sehr skeptisch, dass man da wirklich tatsächlich da was entgegen kann. Wenn die Löhne in Deutschland erhöht werden, ist es auch für die Spanier gut. Wenn die deutschen Arbeiter gerade kommen können, dann wäre eigentlich auch eine mindestens genauso große Bewegung, würde ich mal behaupten, um das, wenn es dann mal auch mehr oder weniger öffentlich ist, vom Tisch zu kriegen. Und dann, wenn du sagst, jetzt haben wir uns so lange mit Titel beschäftigt, aber keiner sich mit der Kernfrage, dass ja eigentlich
das ganze neoliberalistische systemische Problem ist, ob man das nicht von Anfang an mit dem Widerstand gegen das auf die Überschrift schreibt. Also, was ich plausibel fände und sinnvoll fände, wäre, wenn man versucht, in den TTIP-Widerstand hinein so ein stärkeres Bewusstsein zu bringen über die Funktionsweise der europäischen Institutionen. Also, dass man über die Kritik an TTIP, CETA und TISA hinausgeht und dann erstmal grundsätzlich in Frage stellt, wie funktioniert eigentlich europäische Handelspolitik. Also, man hat die Kommission, Ministerrat, Parlament, was dann irgendwie ganz zum Schluss noch Ja oder Nein sagt, im Zweifelsfall Ja sagt, und dann ist es auch im Wesentlichen gewesen. Es gab nach den Jahren des Widerstandes gegen die Welthandelsorganisation, da waren auch viele europäische Organisationen beteiligt, so einen Prozess auf europäischer Ebene, der nannte sich alternatives Handelsmandat. Und da haben sich Organisationen zusammengesetzt und haben überlegt, naja, wie könnte eigentlich grundsätzlich eine andere europäische Handelspolitik aussehen und zumindest einen Teil neben der Behandlung der verschiedenen Sektoren, Landwirtschaft, Dienstleistungen etc., wurde überlegt, naja, wie könnte das institutionell anders aussehen? Und darauf, worauf sie sich erstmal geeinigt haben, ist zu sagen, eigentlich wäre es sinnvoll, dass bevor solche Verhandlungen losgehen, das Europäische Parlament und alle Parlamente der Mitgliedstaaten nach Konsultationsprozessen öffentlichen mit der Zivilgesellschaft ein Handelsmandat geben müssten. Und wenn das gelaufen ist, dann erst die Kommission loslegen kann. Und das wäre, ich meine, das ist jetzt nur ein Detailvorschlag und kein revolutionärer Vorschlag, sondern ein Vorschlag, der rein innerhalb der existierenden Institutionen verbleibt, aber das wäre schon ein großer Schritt, ja, wenn bevor Handelsverhandlungen anstehen, öffentliche Konsultationen mit den im Kontext der nationalstaatlichen Parlamente stattfinden würden, da erstmal Mandate verabschiedet würden, bevor so ein Prozess losgeht. Das wäre schon ein wichtiger Schritt, aber man kann auch andere Sachen sich da ausdenken, aber eine Kritik an die europäischen Institutionen da hineinzutragen, wäre, glaube ich, wichtig. Und dann nicht nur darauf zu gucken, wie Handelspolitik funktioniert, also der Versuch der EU-Kommission extern das Terrain zu restrukturieren in Richtung mehr Wettbewerbs, in Richtung besserer Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen, sondern zu verknüpfen damit, dass eben auch im Binnenmarkt in der EU ähnliche Prozesse stattfinden, nämlich diese New Economic Governance, das, was mit diesen Räten im Fünf-Präsidenten-Papier geschaffen werden soll. Aber auch, was an Regulierungsprozessen jetzt geplant ist von der Europäischen Union. Da gibt es einen Prozess, der nennt sich Better Regulation. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal von euch davon gehört. Denn die neue Kommission hat ein Programm, das nennt sich Better Regulation. Da soll letztendlich das umgesetzt werden, was bei TTIP über die regulatorische Kooperation vorgesehen ist. Nämlich Regulierungsprozesse in der EU anpassen Richtung mehr Einflusskanäle für Unternehmensinteressen plus grundsätzlich ein Eindampfen von Regulierungsprozessen. Also ich glaube, im Moment sind es über 130 Richtlinien, die verhandelt, also Gesetze, die verhandelt werden in den europäischen, in dem Zusammenspiel zwischen EU-Kommission und europäischen Parlamentsausschüssen. Und die jetzige EU-Kommission will das eindampfen auf 23, ja, weil gesagt wird, naja, das wird alles zu überreguliert. Also das, Regulierungen im Bereich Soziales braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht, das soll alles sozusagen eingedampft werden. Also es gibt vielfältige Prozesse, wo so eine Liberalisierungs-, Deregulierungsagenda, Sozialabbauagenda betrieben wird. Und ich glaube, das stärker ans Bewusstsein der Leute im TTIP-Widerstand hineinzubringen, wäre sehr gut, ein guter Ansatzpunkt. So, dann warst du an der Reihe. Ist natürlich jetzt ein kleines Problem, da einen Übergang da anzuschließen. Aber die Frage war ja eine starke Bewegung, die sich dagegen stellt. Also was jetzt alles negativ sozusagen ist, hast du ja einigermaßen dargestellt. Die Frage ist jetzt halt bloß, wofür sich denn diese Bewegung genau stark machen soll. Oder hast du mir ja nun gesagt, also wenn die Löhne in Deutschland steigen zum Beispiel,
hätte das auch für andere wieder, für Spanien und so weiter, positive Effekte. Also man kann natürlich die Löhne auf verschiedene Weise steigen lassen. Einerseits, indem die Leute tatsächlich höhere Lohnbeträge erkämpfen. Aber es kann natürlich auch anders umgesetzt werden, nämlich indem sie nicht nur höhere Löhne erkämpfen, sondern auch kürzere Arbeitszeiten beides zusammen. Denn ich meine, das, was wir nicht brauchen, das hat Michael auch angesprochen, ist sozusagen die Illusion, wenn alles wieder richtig schön wächst, dann kriegen wir auch wieder die Vollbeschäftigung und etc. Das ist ja eigentlich vollkommen kontraproduktiv. Und nochmal ein kleiner Blick zurück an eine schöne Formulierung, die ich sage auch von dem, die stammt. Es ist das Jahr 1980 und eine neue Truppe hat dann das so formuliert. Es geht im Kern darum, die Frage zu stellen, wer bestimmt eigentlich was, wie und wo produziert wird. So, diese Truppe kennt ihr alle. Die sind heute NATO-Grüne, aber damals waren sie noch richtig Grüne und in ihrem Wirtschaftsprogramm stand das halt also drin. Der Kern der Frage ist, wer bestimmt eigentlich was, wie und wo produziert wird. Wenn wir das sozusagen als Fragestellung mit aufnehmen, hätten wir vielleicht mal ganz vom, also gegen den neoliberalen Mainstream doch eine nette Formulierung. Genau, daran möchte ich anknüpfen und dann nehme ich doch nochmal auf die Euro-Frage und auf Michaela, nämlich die Frage, wie wird produziert, also wie wird reguliert? Und da ist die EZB natürlich ganz entscheidend. Also Geld ist eben ein Regulierungsmittel, ein Steuerungsinstrument und wer das in der Hand hat, der entscheidet, wie der Hase läuft. Und natürlich ist es so, wenn man einen Erpresser vor sich hat und der richtet seine Pistole gegen einen, dann kann man sagen, naja, der Mann braucht vielleicht ein Anti-Aggressionstraining. Ne? Also das wäre sozusagen äquivalent zu dem, wo du sagst, na, die Deutschen brauchen höhere Löhne, aber man muss diesem Typen, glaube ich, erstmal die Tatwaffe abnehmen. Und das ist in dem Fall eben die EZB, wie man letztes Jahr gesehen hat. Ja, also die Deutsche Bank, die anderen Konzerne aber auch. Bitte? Deutsche Bank und die anderen Konzerne gehören aber auch damit dazu. Naja, genau, also ich meine, die EZB nennt sich ja unabhängig, aber die ist natürlich nicht freischwebend, ne? Sondern die berücksichtigt natürlich die Interessen der dominanten Kapitalfraktionen Richtung Bankenrettung und eben Austeritätspolitik. Und die EZB verfügt eben über diese Infrastruktur, Volkswirtschaften zu regulieren. Und natürlich auch mit dieser Regulierung quasi kalt zu stellen. Und selbst wenn ich mir vorstelle, dass jetzt der Präsident, die Präsidentin der EZB Michaela wäre und die rechte Hand wäre der Flassbeck und genau, Peter Wahl wäre vielleicht auch noch im EZB-Rat und so, trotzdem würde ich nicht wollen, aus demokratiepolitischen Gründen, dass es eine Institution gibt, dieser Art, derart isoliert sozusagen von demokratischen Prozessen, die die Macht hat, in 19 Ökonomien quasi das Licht an- oder auszuschalten. Finde ich, ist nicht plausibel. So. Und natürlich wäre es schön, wenn die deutschen Gewerkschaften 10 Jahre lang jedes Jahr 8% Lohnsteigerungen durchsetzen. Klar, dann sähe die politische Ökonomie der EU ganz anders aus. Und dann wären die Probleme in Griechenland, in Portugal, in Spanien wären andere. Gar keine Frage. Aber trotzdem sind wesentliche Punkte damit überhaupt nicht gelöst. Ich würde da jetzt gerne darauf antworten, weil genau um dieses Erpressungspotenzial geht es. Ich meine, eine Tatwaffe, also wenn ich der Schuldner meiner Bank bin, dann bin ich quasi der Depp von der Bank und habe einfach zu tun, was mein der von mir verlangt. Genau in der Situation stehen alle Staaten Europas, die verschuldet sind. Ich meine, die Deutschen können sich es auch nicht leisten. Wenn Goldman Sachs sagt, wir könnten ja mal darüber nachdenken, dass wir irgendwie das Rating ein bisschen auf nur noch A+ machen oder auf B. Oder ihr verabschiedet doch lieber, was wir wollen. Also einmal diese Knechtschaft unserer Politiker. Und ich glaube, die hat ganz viel damit zu tun, dass wir zu viel Geld zu viel Schulden haben, deswegen fand ich ja diese Umverteilen-Kampagne so genial, wo ich sage, lasst uns das Geld von den Reichen nehmen und bauen wir die Schulden ab. Und damit kommen wir raus aus der Knechtschaft. Genau dasselbe passiert aber bei einer Arbeitszeitverkürzung.
wenn der Arbeitgeber uns hinterherlaufen muss, um unsere Arbeitskraft überhaupt bekommen zu können, dann kann er uns auch nicht mehr alles reindrücken. Und dann, also das ist eben diese Erpressungsmöglichkeit, kann ich nur nehmen, indem ich wieder mit zwei Füßen auf dem Boden stehen kann. Und nicht wie die Agenda 2010 es geschafft hat, innerhalb von 10 Jahren alle Bürger hier in Angst und Schrecken zu versetzen und zu sagen, ja, wenn ich nicht bei jedem Scheiß, der mir vorgegeben wird, mitmache und wenn ich auch, also alles, was mir verkauft wird, muss ich mitmachen, weil sonst könnte es langfristig am Arbeitsmarkt für mich schlecht laufen und kriege ich keine Jobs mehr. Und genau da rauszugehen und zu sagen, wir brauchen gar kein Wachstum, um Arbeit zu haben. Wir können auch einfach die Arbeitszeit verkürzen, dann haben alle Arbeit. Und wir können auch einfach das Geld der Großunternehmer verteilen, die Gewinne, die derzeit in die Finanzmärkte laufen, für Löhne für die Leute, die jetzt gerade erwerbslos sind. Also nicht für die, die schon gut genug verdienen. Also ich meine, das ist ein entgegengesetzter Ansatz, wo ich sage, okay, ich setze demjenigen, der mir die Waffe auf die Brust setzt, auch eine Waffe auf die Brust. Fragen zu der Finanzunion, und zwar hast du vorhin gesagt, der beschleunigte Ausbau der Bankenunion ist ein Punkt und der EZB-Ausbau zu obersten Richtlinien. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn darunter zu verstehen? Also was ist der beschleunigte Ausbau der Bankenunion? Was verstehe ich darunter? Und so wie sich das hier anhört, ist die EZB durchaus schon ein großer Regulierer. Wie kann man die EZB noch, also oder was haben die vor, wie kann man die EZB noch weiter ausbauen, um sie zum obersten Regulierer zu machen? Das ist mir noch unklar. Also der Stand der Dinge ist, dass, und das hat sich eben in den letzten Jahren so ergeben, dass, das hat zum Beispiel Peter Weig gar nicht erwähnt, dass jenseits dessen, dass die EZB die zentrale Institution ist im Eurozonensystem, auch zur Regulierungsbehörde ernannt wurde für die großen Banken. Ich weiß jetzt nicht genau en Detail, ab welcher Größe, aber alle großen Banken werden von der EZB reguliert. Also alle, soweit ich weiß. Deshalb haben sich doch die Sparkassen und auch die Genossenschaften so vehement dagegen gewehrt. Ich denke, alle. Also, ehrlich gesagt, bin ich da nicht so hundertprozentig firm. Also, es gab da Konflikte. Mein letzter Informationsstand war, dass die da rausgenommen wurden aus der zentralen Regulierung durch die EZB. Wenn du sagst, es ist aber anders, dann würde ich nicht meine Hand für meine Aussage ins Feuer legen. Dann müsste ich selber nochmal nachgucken. Das ist also dann geleistet worden und es sind eben mehrere hundert Jobs neu in Frankfurt entstanden im Zuge dieser EZB-Regulierungsbehörde, die angegliedert ist. So. Dann ist eben auf den Weg gebracht worden, diese Direktive, die einen Weg vorsieht, wie Banken ja, rekapitalisiert werden können im Krisenfall, plus eben dieser Fonds. Im 5-Präsidenten-Bericht werden alle diese Punkte nochmal erwähnt und sozusagen der beschleunigte Ausbau gefordert. So, da hören aber meine Kenntnisse an dem Punkt auf. So, also ich kann jetzt nicht sagen, wie exakt der Stand der Dinge in den einzelnen Bereichen ist und welche zusätzlichen Punkte da aber noch nicht gemacht worden sind, die jetzt umgesetzt werden müssen, noch in den nächsten Monaten. Das weiß ich auch im Detail nicht. Was aber hinzukommt, und das ist eben relativ frisch, ist diese Kapitalunion, dass eben die Finanzmärkte noch stärker dereguliert werden sollen. Das ist etwas, was neu hinzugekommen ist und das soll jetzt auf beschleunigte Art und Weise umgesetzt werden. So, und da geht es vor allen Dingen um die Frage, also von welchen Finanzmarktakteuren Unternehmen Kredite aufnehmen können und solche Fragen. So, das ist da
der Stand der Dinge. Also die Lehre aus der Krise ist nicht weniger Liberalisierung, sondern noch mehr Liberalisierung der Finanzmärkte. Und interessanterweise ist ja auch bei TTIP die Europäische Union der Akteur, der sagt, man muss das Wenige an Regulierung der Finanzmärkte, was in den USA abgelaufen ist, nach 2007, 2008 wieder zurückdrehen. Und da ist die Deutsche Bank zum Beispiel ein sehr fordernder Akteur. Das heißt, genau, in der EU ist ja sehr, sehr wenig passiert an offensichtlicher Einschränkung der Handlungsspielräume der Banken, in den USA ein bisschen mehr, und das möchte die EU angehen über TTIP. Also auf allen Ebenen erweist sich die EU als grandioser Deregulierer, trotz der Ereignisse. Und die Bankenunion ist nur für diese 55 Milliarden, also für den Fonds, genau, gedacht. Das müssen wir danach nicht mehr schauen. Oder ist da bei der Bankenunion noch mehr zu verstehen? Also diese Bankenunion, das ist so einmal dieses Konzept, wie Banken rekapitalisiert werden im Krisenfall. Mhm. Und ein Element da, was da beigefügt ist, ist eben dieser Fonds. Unter Bankenunion ist aber auch noch zu verstehen, dass es eine gemeinsame Banken, also eine Sicherung gibt für Einlagen bis 100.000 Euro. Das gehört zum Beispiel auch noch dazu. Und da gibt es auch Auseinandersetzungen zwischen den großen Geschäftsbanken und zum Beispiel Sparkassen und den Volksbanken, wer da jetzt wie einzahlt oder eben auch nicht. Also das ist wirklich auch eine Ebene. Also es sind so verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Was du uns vorgestellt hast, ist eigentlich so weitgehend, dass man eine eigene große Kampagne machen müsste. Und dafür fehlen alle Grundlagen. Und deshalb sehe ich die einzige Möglichkeit, wie du eben gesagt hast, und du hast es ja auch anklingen lassen, das einzubringen in die große Protestbewegung, die es gibt, wo Leute also ja das Vertrauen angeknackst ist in die europäischen Institutionen. Ja, auch in unser Europäisches Parlament. Wir glauben ja nicht mehr daran, dass die Mehrheit dieses Parlaments das ablehnen wird. Ja? Wir haben gerade gesehen, dass die SPD nicht mal in der Lage ist, ihre roten Linien zu bestätigen, die sie früher beschlossen hat. Also da ist ein Protestpotenzial, an das wir andocken können. Und das ist meines Erachtens die naheliegende Möglichkeit. Ganz kurz, du hast eben gesagt, Angelika, das Problem sei nicht kommunizierbar. Kaum. Das bestreite ich vehement. Didaktisch. Also, es wäre doch denkbar, nur die Realität lässt das nicht zu, ja, dass Alexis oder ich einen Artikel schreiben über das 5-Präsidenten-Papier. Wir kriegen es nur in keiner bürgerlichen Zeitung unter. Ja. Ja, ja, aber das deshalb müssen wir etwas tun, was wir ja sonst auch machen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass mit ARD und ZDF und Süddeutscher Zeitung die Welt nicht zu begreifen ist. Ja, da wird man nicht richtig informiert. Was heißt das? Wir müssen Alternativen dazu schaffen. Und das gibt es ja bereits. Ja? Also ich nenne nur mal die Nachdenkseiten als eins oder was weiß ich, Junge Welt. Gut, also ich sage, kommunizierbar ist es. Vermutlich nur den Alternativmedien. Aber das ist eine Möglichkeit, auf die wir Zugriff haben. Also natürlich wünsche ich mir eine große, große Kampagne, die diesen ganzen Komplex europäische Economic Governance, 5-Präsidenten-Papier etc. etc. thematisiert. Gibt es aber jetzt nicht ganz plötzlich, und deshalb glaube ich, ist es ein Versuch wert, in diese Anti-TTIP-Bewegung diese Informationen einzuspeisen. Ein Ansatzpunkt wäre zum Beispiel, dass man verstärkt bei TTIP dieses Thema regulatorische Kooperation aufgreift. Also dieser Skandal, dass dieses Abkommen jetzt kein fertiges Abkommen dann irgendwann mal sein wird, sondern ein lebendiges Abkommen und permanent sozusagen weiterverhandelt wird und weiter dereguliert werden soll und dann möglicherweise auch spezifische Institutionen geschaffen werden, um das zu tun. Also regulatorische Kooperation aus demokratiepolitischer Sicht mindestens und auch vielen weiteren Gründen ein ganz großer Skandal. Dazu gibt es eine neue Studie zu diesem Bereich von Lobby Control Corporate Europe Observatory
und anderen, der sehr lesenswert ist, diese Studie. Und in 2 Wochen wird die Europäische Kommission ein neues Positionspapier zum Thema regulatorische Kooperation verabschieden. Also darauf kann man auch reagieren. Und wie ich schon angedeutet habe, also sozusagen in Parallelität zu der regulatorischen Kooperation werden vorgeschlagen im Rahmen des 5%-Papiers eben ein Wettbewerbsrat, ein Fiskalrat, und wenn man da irgendwie das zusammenpackt und da irgendwie Flyer schreibt, das einspeist in Auseinandersetzungen, ich glaube, das wäre sehr produktiv. Man könnte auch mal den DGB Bayern oder DGB München fragen, ob man gemeinsame Veranstaltungen macht zu diesen Wettbewerbsräten und was die Gewerkschaften da machen können. Ich glaube, das ist so ein Baustein, den man gut kommunizieren kann, ja. Weil da geht es um Lohnfindung und es ist ziemlich unmittelbar. Also da gäbe es, glaube ich, verschiedene Ansatzpunkte, ohne dass man jetzt eine ganz große neue Bewegung aus dem Boden stampft. Und wenn man das schafft, dann ist man, glaube ich, schon ziemlich gut. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn man da eine Überschrift machen würde, meinetwegen Aushöhlung der Demokratie durch Macht für Wirtschaft oder sowas, unter dem man dann diese verschiedenen Gesichtspunkte auf verschiedenen Ebenen hat. Und einfach zusammenfassen könnte, was man daran Begriff hat. Es sind jetzt so vielfältig, also einmal das genommen, also dein Fünferrat, aber das andere, wo was uns das passiert auf der ganzen Ebene, da ist das so passiert. Ja, ich finde auch, dass das.